Einen großen Applaus, bitte, für unsere Musikkapelle hier am Geländeplatz in Ramingstein. Anschluss gleich die Kinder des Pfarrkindergartens Ramingstein und die Krabbelgruppe. Applaus für unsere allerjüngsten. Und die Göttin von Himmelswillen darauf schauen, dass Sonja einen neuen Tempel errichtet bekommt. Sonst wird der Zorn aller anderen Götter eines Tages auf Dampfweg übergreifen. Als nächstes begrüßen wir die Göttin der Schönheit und des Glanzes. Möge diese unseren Amtsleiter begleiten in dünnen wie in dickeren Tagen. Möge der Spiegel der Schönheit für unseren Chef des Amtes immer die Frage nach dem Schönsten im Lande mit seinem Namen beantworten. Wir begrüßen die Göttin der Musik und der Instrumente. Möge diese unseren Opern Markus ewig mit seinen Kameraden und natürlich auch mit seiner neuen Freundin begleiten. Möge seine Weggefährtin mit viel Toleranz und Geduld bestückt sein und ihm lange erhalten bleiben. Wir begrüßen die Göttin der isolierten Ziegel und der Fertigteilwand. Möge diese ihren Chef Herbert lange auf seinem Weg im Kampf für Massiv und gegen den Holzbau begleiten. Weiter soll sie ihn als Oberhaupt unserer Kameraden und auf dem Wege zu einem Spitzensportler älteren Baujahres begleiten. Als nächstes sehen wir nun die Göttin des Feuers und des Löschers. Möge diese unseren Burgi immerwährend im Kampf gegen das Feuer und das Unwetter beschützen. Weiter soll sie ihm im Kampf mit dem Gulasch aus der Dose auch weit weg von der Heimat treu bleiben. Wir begrüßen die Göttin der Wirtsleute und des Stammtisches. Möge diese die Hände unserer Adam-Wirt-Hilde ewig die Gabe verleihen, perfekte Knödel zu formen. Weiter soll sie dem Toni beistehen im Kampf
gegen den Klimawandel beim Errichten seiner Eisbahn. Wir begrüßen als letztes, und ich würde sagen, einen Riesenapplaus, unseren Gott Dreizack. Er möge unseren Jagdler Leo vor jedem Whisky, Kaffee und Zigarre ohne Folge beschützen und sicher zu Herd und Kuh bringen. So, danke, das war die Vorstellung der Göttinnen aus Hammenstein. Ein Riesenapplaus und noch einen schönen Tag. Es ist echt gewaltig, wenn es so sieht, dass unser Amtsleiter Ohres aufführt, die teuersten Kostüme besorgt er gewaltig. Musst du Limo? Ja. Super, aber los, wir sind jetzt weiter. Ja. Ja. Jetzt weiter, ihr habt einen Tisch. Leute, wie alt ich weiß, aber ich muss riesig sehen da, aber ich möchte euch einen kleinen Vierzeiler so. Einen Vierzeiler aus Kärnten. Im Haus, da steht der Kochenofen, da ist das Tierenofen, das Feuerhaus, dann ist kalt im Haus. Ja, das ist unser Meister. Das ist unsere freiwillige Feuerwehr, unsere Kameraden, schnitzbereit, Rippen löschen, Bergen saufen auf. Ja. Ich bin Schappi, das kleine Kuckuck.